welcome to the world of Titanfall 2. Thank you for joining our multiplayer tech test. We're asking everyone to help us stress test an early build of Titanfall 2 and our brand new networking backend to find all the issues before we launch on October 28th. We're all really excited to hear your feedback. This is only an early look at Titanfall 2 and includes only a small portion of the content that you will enjoy in the final release. Make sure and head to our forums at Titanfall.com to let us know what you think, and thank you for your participation and support. For starters, we're giving you a look at two maps. Welcome to the dense urban streets of Boomtown and the open fields of Homestead. Each poses unique opportunities and challenges for both pilot and Titan gameplay. Today, we're giving you a peek at one of the brand new modes in Titanfall 2, Bounty Hunt. In this mode, you and your teammates are tasked with clearing the Remnant Field ground units through three waves, earning a bonus for every kill you obtain. Between each wave, make sure and bank your bonus points to increase your team's score. At the end of each wave, the Remnant fleet will unleash a Bounty Titan. Once on the field, you must defeat the marked bounty to earn a massive bonus. If you need a break from Bounty Hunt, we've also included a classic 8v8 mode, Pilots versus Pilots, in order to put your pilot mobility and combat skills to the ultimate test. As a pilot, you are the Apex Predator, and your arsenal has been greatly expanded. New weapons include the L-Star, a rapid-fire energy assault rifle, and new abilities like the grappling hook take Titanfall's mobility to new heights. This is just a sample of what you'll have access to, and as you progress and level up, new weapons and abilities will unlock to further expand the gameplay opportunities. So make sure to customize your loadouts and see what works best for you. And of course, we're letting you try out some of the brand new Titans. In Titanfall 2, each Titan now has their own unique personality, signature style, and exclusive core ability that needs to be earned. Plus, a special weapon and set of skills that differ dramatically from the other Titans on the field. In this tech test, you'll get a chance to try out Scorch, a fire expert who controls battlefield positioning with his powerful thermite, and Ion, a power and energy specialist with the ultimate core power, her massive chest-fired laser beam. Finally, we're also very excited for you to try out our new network system. Networks provide a friendly place to hang out between matches and truly elevates Titanfall 2's social game. You'll be placed in a default network to start, but you can join others that better suit your social or gameplay style. Or if nothing feels like the perfect fit, you can create your own network for you and your friends. Well, that covers everything you need to know. Now get out there and dominate the enemy team. But most importantly, have fun and make sure to check out everything Titanfall 2 has to offer when we launch on October 28th, including our brand new single-player campaign. Titanfall 2. Und damit ein fetten Eggemöte Gruß von mir auch, Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und ja, ich habe mich hier gerade, wie spät ist es, um 2 Uhr nachts nochmal an die PlayStation 4 gesetzt, denn mittlerweile ist die Open Beta von Titanfall 2 raus und ich habe sie auch endlich deinstalliert, ich habe sie endlich installiert und ja, ich freue mich da riesig drauf. Den ersten Teil, den konnte ich ja nicht spielen, da das nur für PC und Xbox kam. Aber jetzt gibt es auch, Gott sei Dank, den zweiten Teil für die PlayStation 4. Oder er wird rauskommen für die PlayStation 4. Okay, hier können wir ja wahrscheinlich eh noch nichts machen. Ich würde sagen, wir suchen einfach mal direkt hier, Find Game. Machen erstmal ein normales Pilots versus Pilots, würde ich sagen. Einfach mal, um reinzukommen. So. Ja, das Intro-Video, das war ja doch ganz schön lange. Also das ging jetzt, glaube ich, so zwischen drei und vier Minuten. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, was da so gesagt wurde. Das ist halt Tech-Test, haben die das genannt. Aber eigentlich ist es die Open Beta. Keine Ahnung, wer sich das einfallen lassen hat. Aber nun gut, muss man jetzt so hinnehmen. Ist ja eigentlich auch egal, wie das heißt.
Und ja, es ist halt nur ein kleiner Einblick, den man hat. Alter Vater, ist das laut. ja, es ist nur ein kleiner Einblick, den man hat dann in das fertige Spiel. So, und hier springen wir gleich raus wahrscheinlich, wa? Wie es im ersten Teil auch jeweils der Fall war. Boom! Jawohl! Und los geht's, alles klar. Okay, kann man irgendwie auch gedrückt halten? Nee, das ist... Also es gibt so einen Sprung hier, wie wir den gerade machen. Alter, was war das denn jetzt? Kann ich... Ist das ein Doppelsprung? Ja, okay, man kann quasi einen Doppelsprung machen, aber der ist nicht so hoch. So. Alter, wie geil der die Waffe hält, wenn man sich hinhockt. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt auf das Spiel. Okay, keine Titans erlaubt. Okay. Gut, dass wir hier gerade nicht Titanfall spielen. Denn ich finde das einfach so nice, dass man hier so einen riesigen Titan spielen kann. Und da haben wir unser erstes Opfer gefunden. Nein! Warum dreht er sich auf einmal um? Was ist falsch bei ihm? Ach so, weil er angeschossen wurde. Aber er wurde ja nicht von mir angeschossen da. Ja, wie ein Assault Rifle funktionieren muss, mir nicht sagen. Alter, wie weit kann man denn rutschen? Ist ja nice. Okay, ich muss erstmal ein bisschen reinkommen in die Steuerung und alles. Wie gesagt, es ist das erste Titanfall, was ich spiele. Und jetzt auch das erste Match in Titanfall 2 damit quasi auch. Nein! Das kannst du nicht machen. Ich hatte gerade fast einen. Okay. Also seid bitte ein bisschen nachsichtig, falls ihr schon Übung hattet in Titanfall 1 und so. Ich hab halt... Jawohl! Der erste! No, bleh. Clifo hat mich getötet. Warum? Wir können doch Freunde sein. So, okay. Also die Waffe, die wir hier haben, ist sehr balanced. Also ausgeglichen. Macht nicht irgendwie besonders viel Schaden oder schießt besonders schnell. Einfach gut ausgeglichen, so die Allrounder-Waffe, könnte man sagen. Und da haben wir den nächsten. Den zweiten. Oh. Ich spiele auch gerade mit meinem Scuff hier. Also, wenn man schon einen hat, dann muss man das natürlich auch für solche Spiele dann nutzen. Wenn man durch die Gegend springen kann und sonstiges. Ich finde das voll krank, wie lange man sliden kann, ey. Jawohl! Oh, oh. Ich weiß gar nicht, wie viel Muni haben wir. Da wird gar nichts angezeigt. Wir haben einfach nur 24 im... Oh, shit! Oh, lol. Wir haben 24 Schuss im Magazin, wird angezeigt, aber nicht, wie viel Munition wir haben. Hat man endlos Munition? Hat man echt endlos Munition, dass man einfach draufballern kann wie sonst was? Was mache ich hier denn gerade? Alter, das ist ja nice. Wir sind gerade... Wow! Ist das geil, wo man hier hinklettern kann. Was ist das für ein Riesenarm hier? Guckt's euch an! Wie nice ist das denn bitte? Und dann hätten wir ihn fast noch gekriegt, aber einen Assist haben wir dafür. Boah, das wäre der Todesmove des, Jahrhausens gewesen. Not only does grapple allow for high mobility, it can also be used as a weapon. Achso, also damit meinen sie den Grappling Hook. Da hat man ja auch in dem Video gesehen, in dem Intro-Video da, dass man sich zu dem einen Typen ranholen konnte. Also man konnte sich ranziehen und den dann ordentlich eine verpassen. So. Nein! Warum? Komm! Los! So, ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, das Video so schnell wie möglich online zu bringen für euch. Oh nein, no, fuck! Ich nehme das, wie gesagt, hier gerade so um 2 Uhr nachts auf und ja, werde es dann gleich auch einstellen, dass ich das hochlade, Thumbnail machen und Videobeschreibung und Pi und Po, was man da alles machen muss. Deswegen kann ich hier auch leider erstmal nur eine Runde spielen, aber das ist auch nicht so schlimm, denn im besten Fall nehme ich morgen zusammen mit dem Prime auf, morgen Nachmittag, und dann, ja, bekommt ihr auf jeden Fall, hoppala, Entschuldigung, gutes Videomaterial zu sehen. Also ob es gut sein wird, das wissen wir noch nicht, aber ihr kriegt auf jeden Fall Videomaterial zu sehen. Und das ist es doch schon mal. Ich kann...
Nein! Was war... Oh, shit, da habe ich mich selbst outplayed, ey. Ich wollte mich mal zu den Typen ranziehen mit dem Grappling Hook. So. Alter, da sind alle. Oder keine Ahnung, wie viele. Ich weiß gar nicht, wie viele... Okay, 8 gegen 8 sieht das aus, ne? Ja, so im Überblick. Alter, okay. Man kann das also aktiviert lassen während des Spiels, aber das ist ein bisschen groß. Minimal groß. Kann man da rüber? Jawohl! Jawulli! Hallo! Oh, die Waffe braucht richtig lange, bis sie aktiv wird wieder. Ich versuche da einfach mal ein bisschen mit meinem Skaff durch die Gegend zu springen und irgendwas zu reißen. Ich bin halt noch ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Aber es macht richtig Laune. Es macht richtig Laune. Vor allem, dass man noch sehen kann, wie viel Leben der Gegner noch hat. Da muss man sich dann halt... Oh nein! Amped Weapons Ready? Was ist das? Holding... was habe ich denn jetzt... Ich habe es gerade activated, aber was habe ich activated? Oh, okay, ich glaube, meine Waffe ist stärker geworden. LOL! Alter, in mein Gesicht, ey. Was ein Lackwurf. Du hättest besser nicht rausgucken sollen. Okay, auf jeden Fall, was man so mitkriegt, das Movement ist extrem schnell. Was aber auch für Titanfall so sein soll. Oh. Aber da muss man halt erstmal ein bisschen reinkommen. Weil ein bisschen bin ich das da schon gewohnt. An den Wänden längs laufen und Double Jumpen und alles. Von Black Ops 3. Aber das hier ist echt nochmal eine Ecke schneller. Das ist echt... So einen schnellen Shooter habe ich noch nie gespielt. Und da muss ich halt erstmal reinkommen. Ich denke mal, ein bisschen wird das auch dauern, bis ich perfektes Aiming drauf habe und Movement und alles. Mach mal hier gerade. Alter, was schwebt denn da oben, ey? Was ist denn da los? Kranke Socke. Aua! Nicht tun! Oh nein! Oh. Ich muss mich auch dran gewöhnen, dass ich messern kann. Weil Messern ist hier ja One-Hit. Black Ops 3 ist es halt Two-Hit. Es sei denn, du hast halt ein Messer mit. So eine Nahkampfwaffe, aber damit spiele ich nicht, weil es ist einfach hier. Bam! Jawohl! Ich hab's hingekriegt! Ich bin der Lacker des Jahrtausends! Fress meine Granate! Oh, okay. Damage hat er gekriegt, aber nicht gestorben. Alter, ich hab ihn hingekriegt! So ein Grappling Kill. Leck mich am Arsch, war das nice. Oh, da. Hallo. Hat keiner gesehen, dass ich das gerade erst verkackt habe? Ja. Ja. Leute, man kann auch am Wind kleben bleiben. Ist ja nice. Ich weiß noch nicht wie. Wahrscheinlich einfach ranspringen und dann nichts drücken oder so, wa? Tatsache. Alter, ich bin Spider-Man. Guckt es euch an. Hui. What the fuck, was ist das denn für eine Stimme? Das passt überhaupt nicht zu einem Ballerspiel. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das hat sich irgendwie angehört wie irgendein Türke oder sowas, der Englisch spricht. Das ist echt nicht böse gemeint, aber das passt überhaupt nicht. Also wenn das die fertige Synchronstimme ist, dann bin ich mal gespannt, was die Deutsche kann. Also die kann ja eigentlich fast nur besser werden. Oh. Erstmal auf Fensterscheiben schießen. So, wo seid ihr denn alle? Können jetzt mal... Wow, das war zwar nicht geplant, aber alles klar, easy. So, wo sind sie? Da sind sie. Nein, ich muss... Nein. Ganz ruhig.
Ah, fuck. Wie hat er mich gekillt? Hat er mich erschossen? Ja, oder? Ja, oh, der war direkt drauf. Übel. Nein! Wir wurden defeated. Ach, die haben das wieder reingemacht. Dass man jetzt mit einem Dropship abgeholt werden muss. Die Gegner können das Dropship zerstören. Wir müssen da jetzt rein. Ich weiß gar nicht, was uns das genau bringt. Die Gegner kriegen auf jeden Fall viel mehr XP und so. Ah, scheiße, und da sind wir tot. Aber einen Assist konnte ich noch machen. Wie er da hingeflogen ist. So, ne, First Person auf jeden Fall. Ja, wer lebt denn? Oh, da ist das Schiff gerade angekommen. Da ist es. Wie kann ich denn die Spieler wechseln? Oder ist gerade nur noch er? Junge, willst du auch weg, oder was? Nö, okay, sieht nicht so aus. Er hat es da ganz gemütlich. Was hat er da für eine Waffe, ey? Die ist voll crazy. Ja, wie habe ich gespielt? 12 Kills, 19 Tode und die Assists konnte ich mir leider nicht mal angucken. Das, da habe ich gerade nicht rechtzeitig drauf geachtet. Next Level in 7 Merits. Was ist Merits? Oh yeah. Ein... Oh, oh, extra Ammo. Geil. Okay. Sind Merits quasi so Freischaltung, die man gemacht hat? Und dann muss man quasi mit Freischaltung weiter vorankommen. Ich gehe mal raus. Okay, tue ich doch nicht. Gut, dann beende ich hier das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von Titanfall 2 was ihr von Titanfall 2 haltet. Und ja, wie gesagt, ich bin da echt drauf gehypt. Ich habe richtig Bock, das zu spielen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss!